Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Paper Mario 2, die Legende vom Äonentor. Beim letzten Mal sind wir hier auf dem Mond angekommen und wir sind in die Kursionenbasis eingedrungen. Und ja, ihr seht hier, ich habe 30 BP nun. Liegt einfach da, wir haben ja beim letzten Mal Level Up erreicht. Ich habe da 3 OP nochmal bekommen. Und habe gedacht, ja, die meisten, die ich aktuell mit den 3 Punkten anlegen kann, sind jetzt nicht so überragend, die uns weiterhelfen. Und daher habe ich mal gedacht, komm, ein BP Plus Orden kann hier auch nicht verkehrt sein. Dann machen wir, also können wir noch ein bisschen mehr unsere Attacken benutzen. Und daher, wieso nicht? Und der hinten hat eine Stoppuhr, das gefällt mir gar nicht. Warum haben wir gerade weniger Schaden gemacht als beim letzten Mal? Da haben wir aber schon einen Angriff auf den gehabt. Verdammt, ich habe eigentlich gedrückt, aber irgendwie anscheinend nicht. Naja, egal. Pisikowski. Wir geben jedes Mal, wenn es 2 sind, 10 Sternpunkte. Not bad. Bringt uns zum nächsten Level Up nur noch schneller hin. So, die Tür da können wir nicht öffnen. Die ist verschlossen. Was? Kann ich das nochmal sehen, bitte? Ah. Ein Ultrapilz. Ja, verwenden mal Mario. Ah, Kombiner hätte es wieder mehr gebracht. Verdammt! Ich glaube, ich hätte nach rechts gemusst, ne? Achso, nee. Ah! Das war jetzt nicht beabsichtigt. Oh, ist das ja nicht schon wieder so ein... So, nee. Der Liftschlüssel. Okay, wir können jetzt wieder ganz normal hier raus. Wunderbar. Ich meine nämlich, es gab hier nochmal etwas, das wir schon mal gesehen haben. Beziehungsweise machen mussten. Nämlich im ersten Kapitel. Hätte Fahrziel, wir können nur OG 1 und 2, da gehen wir erstmal zu 1. Was? Die sind schon so schwach, dass wir die One-Shotten? Wow. Also die ganz normalen sind das. Oh, da haben wir 2 Orden. Und ein Sternsplitter. Tarnsa zurzeit in Reparatur. Okay, können wir noch nichts mitmachen? Ja gut, da fehlt ein Zahnrad, ne? Von daher kein Wunder. Von daher kein Wunder. Wow. Das sind ein paar sehr viele. Na ja, komm, Brina, du mal den da killen. Da ist jetzt die Frage, reicht ein Multikung für die aus?
Gerade so reicht es tatsächlich aus. Will dir einfach nur einen Sternpunkt geben. Den normalen. Ich werde Passwort eingeben. Haben wir nicht. Okay, also müssen wir hier ein andermal hin. Oder warte mal, war auf dieser Notiz was? Oder war das aber nur der Text, den ich eben gelesen habe? Mit dem Zahnrad in der Reparatur. Ja. Okay, dann gehen wir ins nächste Stockwerk. Dann können wir hier im ersten wohl nichts machen. Auf zu UG2, also. Da haben wir auch einen Speicherblock, sehr schön. Ja, den müssen wir jetzt erstmal scannen. Oder müssen nicht, aber wollen natürlich. Das ist ein Forscher. Er arbeitet an den Entwicklungen der Kursionen. Max KP 9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Er wirft mit Chemikalien. Dadurch kannst du auch kleiner werden oder Feuer fangen. Forscher haben auch Mittel, um sich zu schützen oder ihr KP aufzufüllen. Wirklich widerliche Gegner besiege sie schnell, bevor es Probleme gibt. So, nochmal ein Multisprung. Tun wir dem anderen wenigstens noch ein bisschen Schaden zufügen. Na, können wir ihn in dieser Runde definitiv platt machen. So, take this und geh down. So. Wahrscheinlich nur ein Kampf von meinem Level ab wieder. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Oh, das war der Raum, wo... wir mit Peach das Zeug gemixt haben. Den Unsichtbarkeitstrank. Also kann man sich ungefähr denken, wo wir gerade sind. Aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich eh ein Level ab, von daher. Kann man auch mal die Punkte ausgeben hier, ja, ja. Neues Level up! Und ich gehe wieder auf OP. Warum auch nicht? Kann man ja durchaus mal mitnehmen. Okay, steht jetzt sogar was anderes. Morgen wichtiger Termin. Werde mich jetzt ausruhen. Muss mein Zimmer aufräumen. Vortagsabend, Kräutertees im Alltag. Vortagsabend. Um rege Teilnahme wird gebeten. Also, okay. Ja, ich hoffe, ihr wart auch alle da, ja? Oder werdet hingehen, ja, ja? Du bist cool. Vortag bei denen. Oh, nö, nicht schon wieder. Ah, man sieht da auf der Seite. Wie man laufen muss. Na, Norm fällt weiter.
Das ist verwandt. Bis zum vorletzten brauche ich das Schäfchen. Nee, lass ich hier. Es nichts mehr als ein Weg. Eins fällt so. So. Schlüsselkarte rot. Und hier kommen wir jetzt auch wieder durch. Wunderbar. Wäre ganz schön gemein, wenn die das jetzt einfach... Ja, du musst jetzt aber wieder so zurücklaufen. Hätte ich ja gar keinen Bock, Leute. Gar keinen Bock. Was haben wir denn hier? Rücken. Wo kommen wir hier raus? Was sind wir denn jetzt? Das sind dort die Rohlinger Katakomben. Mit ihrer Technik sind diese Kerle also vom Mond direkt hierher gekommen. Hab jetzt überlegt, ob ich aber noch mal kurz zurückgehe wegen den Insignien. Nochmal einen Partner aufstocke. Aber eventuell mache ich das nochmal offscreen, wenn wir nochmal da die Gelegenheit dazu haben. Mal gucken. Ansonsten halt vorm Finale. Ich werde wahrscheinlich eh nicht jeden Partner aufstocken. Ich benutze eigentlich nicht jeden Partner. Kommt auch noch dazu. Die, die ich am meisten benutze, sind ja eigentlich schon auf dem Maximum. Von daher, ja. Ja, das ist ein anderer Partner. Ja. Ariona ist jetzt bisher nicht so wirklich mein Favorit. Pupio habe ich ehrlich gesagt auch oft genug enttäuscht. Weil er einfach jedes Mal auf den Rücken geflogen ist. Und dann eben unbrauchbar war. Oh, hier werden die Kursionen gezüchtet oder was? Also die Kusimaten. Da haben wir auch direkt einen neuen. Das kann jetzt fies werden. Ach nee, das ist normaler. Okay. Dann brauche ich hier doch niemanden zu scannen. Und kann sie einfach platt machen. Wunderbärst. Ein Superpilz. Ja, verwenden mal für dich. Ich glaube, da können wir rauf. Ich will erst mal hier weiter gucken. Ah, das ist wieder ein Aufzug. Meine Güte, wie viele Türen gibt es hier bitte? Ah, hier ist die Umkleide. Reihenfolge der Schalter. Links, rechts, Mitte. Nicht vergessen. Aktueller Sicherheitscode. Okay, warte mal. Ich glaube, das notiere ich mir mal lieber alles. So und 01 4 0 2 9. So,
Ach, schade, hier ist nichts. Man kann sich nur verstecken. Ist da irgendwas auf dem Spiegel oder sieht das einfach nur komisch aus? I don't know. Verdammt, der war zu schnell. What the fuck? Wie viele sind hier bitte? Bei denen will ich auf jeden Fall platt machen. Weil ich hier vielleicht sogar was einsetzen hätte sollen. Weil es sind doch ein paar. Ich hab zu früh gedrückt. Aha. Was haben wir denn hier noch? Ja. Items bringen mir jetzt in dem Sinne nichts. Nicht wirklich. Hätte zwar auch eine Sternattacke und so einsetzen können, aber ja. Hätte sich wahrscheinlich sogar gelohnt. Wer ist jetzt hier, die alle so zu killen? Aha. Eine Arschbombe trifft nicht. Na gut, hat getroffen, aber nicht so, wie du sie wolltest. Machen wir es einfach so platt. Man gibt ja auch gut Sternpunkte, ne? Oh, warte mal, da explodiert gleich jemand. Das ist nicht so gut. Wir müssen schnell killen. Wenn der Kampf vorbei ist. Ich glaube, wenn diese Bomben im Publikum sind, dann die können explodieren und dann auch das Publikum oder so mitnehmen oder auch uns schaden. Verdammt, ich bin zu früh gesprungen. Das ist ja nicht dieser Elite von Crucimat, den es nur hier bei Crucius gibt. Ein Leibwächter. Crucimat XXL. Das XX spricht sich hier aus wie Kreuz Kreuz. Diese neuen Crucimaten sollen hier Schlüsselpositionen sichern. Ebenfalls sind sie nicht dazu konstruiert zu verlieren. Max KP 10, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Wir können wohl zwei Mini-Crucimaten auf einmal erscheinen lassen. Außerdem können sie dich mit einem Angriff ziemlich leicht lahmlegen. Wenn wir ihre Angriffe nicht abwehren, wird der Kampf ziemlich schwierig. Verdammt! War nicht so gut. Dass er sauber mit Zweien kommt, ist auch ein bisschen gemein. Das ist ein Mini-Crucimat XXL. Diese kleinen Kerle schützen den Crucimat. Max KP 1, Verteidigung 0. Sie tun uns nichts, aber solange sie da sind, sind Angriffe gegen den Crucimat wirkungslos. Erledige sie mit einem Schlag, bevor du den Crucimat angreifst. Ja, ich glaube, es ist jetzt egal, was ich mache, weil da wird in der nächsten Runde sowieso wieder... kleinen Dinger da rausholen. Von daher. Ja. Na komm.
Und Donnerzorn raus. Und jetzt bitte die Stampfattacke treffen. Dankeschön. Das war ziemlich wenig, aber gut, es war nur einer, von daher ist das, denke ich mal, auch irgendwo klar. Sind wir hier im Thronsaal vom guten Crucius. Schlüsselkarte Herz. Okay. Mag den Teppich hier irgendwie. Sieht irgendwie witzig aus. Sodele. Wollte aber nochmal hier in dem anderen Raum da rein. War das hier? Oder eins weiter? Ne, war hier. Ja, falsche Taste. Genau, man kann hier nämlich hoch. Und dann wollte ich mich mal hier so ein bisschen umgucken. Aha. Ein Sternsplitter. Da sind wir hergekommen. Das müsste im Gang sein. Fallen wir hier runter. Ah, warte mal. Hier müssen wir sogar hin. Denn hier haben wir das Zahnrad. Okay. Sehr gut. Aber ich will mal die anderen Schächte noch mal kurz abgucken. Wenn wir da rauskommen. Komm, wir gehen erstmal hier lang. Guck mal, was hier ist. Die Umkleide. Wir haben es drin. Das kleine Easter Egg. Ja. 8-Bit Mario und 8-Bit Yoshi. Mit der originalen Musik. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich zeige das mal mit jedem Partner, I guess. Können wir jetzt mal reinschneiden. Soll mit jedem gehen. Von daher, let's go! So sieht also Gumplina aus. Kupius sieht irgendwie rundlicher aus, oder? Wie sieht denn Arona aus? Und ihre Wolken sind auch definitiv dort. Aber irgendwie sieht sie überhaupt nicht mehr aus, wie sie normalerweise aussieht. Okay, Barbara kennt man durchaus. Der Halt tolle vorne noch. Man kann aber sich nicht drehen, okay. Badam sieht cool aus. Er hat irgendwie dieses Tambar sieht aus wie ein W. W wie Wambo. Und zu guter Letzt Nagarine, die fast schon aussieht. Sie sieht auf den ersten Blick nicht aus wie eine Maus.
habe ich gerade eben gedacht irgendwie. Naja, gut. Auf den zweiten Blick sieht er auch ein bisschen aus wie Oldschool Mickey Mouse. Naja. So, das waren alle. Jetzt geht's, mal ganz kurz hier hinten hin. Wir wollen den... Ja, das Zahnrad noch einsetzen. Was? Warum bist du wieder da? Nee, hab keine Lust auf dich. Tut mir leid. Warum ist das Item hier wieder da? War das doch... War das eins oben? War das Zahnrad wohl doch eins weiter oben, ha? Oh, der ganze Gegner ist ein bisschen resettet. Verdammt! Na egal, gut. Dann machen wir doch nicht mal das Zahnrad, weil ich will jetzt hier einfach beim Speicherblock speichern. Und dann sage ich einfach mal, das war's mit Paper Mario 2 für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da. Positiv oder negativ bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was gefallen hat, was nicht. Und ja, würde mich freuen, beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann weiter hier durch das Kursionen-Hauptquartier uns durchkämpfen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.